Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fernbus-Simulator. Wir starten ab heute durch mit dem Polen-DLC. Dieses DLC kostet 29,99 € auf Steam. 15 neue Städte mit 17 Haltestellen werden damit hinzugefügt. Insgesamt sind das 682 Straßenkilometer, die hinzukommen. Und ich zitiere mal ein bisschen von Steam. Dort steht nämlich, eine noch nie zuvor dagewesene Detailtreue erwartet uns. Da bin ich doch sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe schon mal jetzt auf Spiel starten geklickt. Das heißt, das Spiel lädt jetzt die komplette Map nach. Die werden wir jetzt gleich sehen. Ist mittlerweile riesengroß, deswegen dauert das Laden ein bisschen. Dieses komplette Gebiet wird also mit dem DLC hinzugefügt. Man sieht auch hier jetzt die kompletten Städte, wie die verteilt sind. Man sieht, dass man hier auch Gebiete hat, wo die Städte ein bisschen näher zusammen sind. Auch hat man große Autobahnstrecken so bis zur nächsten Stadt hier verfügbar. Also ist es für jeden was dabei, sehr wahrscheinlich. Wir haben hier in dem neuen Gebiet auch recht viele Autobahnbaustellen. Wenn man auch hier mal schaut, bei der Strecke hast du einfach mal drei Baustellen auf dem in Anführungszeichen kleinen Abschnitt, der ist, glaube ich, doch recht lange. Es ist immer so ein bisschen schwer, die Abstände hier einzuschätzen in dem Spiel. Meistens hast du, glaube ich, aber für so eine Strecke ungefähr 20 Minuten Fahrt oder so. Da hast du auf jeden Fall genug Baustellenspaß hier dann auf diesem Weg hier. Wir starten heute auf jeden Fall in Usedom und fahren dann rüber nach Polen, nach Stettin. Und von Stettin fahren wir dann weiter bis nach Köslin. So ist auf jeden Fall der Plan heute für die Folge. Wir werden dann in den nächsten Folgen, werden wir uns hier von Stadt zur Stadt wieder vorwagen und Plan ist es bis jetzt, dass wir dann als letzte Haltestelle in Warschau enden. Da müssen wir aber gucken, oder da muss ich gucken, ob ich das so hinbekomme von der Routenplanung, dass es dann einigermaßen sinnvoll so ist, dass wir dort enden. So hatten wir es auch, glaube ich, damals in Frankreich gemacht, dass wir erst alles außenrum angefahren haben und letzter Halt war dann Paris. So würde ich das gerne auch hier mit dem Polen-DLC gestalten, dass wir dann als letztes halt hier in Warschau enden. So ist der Plan für die heutige Folge auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir für die Fahrt, die wir heute vorhaben, so eine Stunde wird wahrscheinlich für draufgehen, denke ich mal. Also rechnet mal damit. Ihr seht es ja schon, wenn ihr das Video seht, steht ja schon unten eine Zeit da. Ich weiß es noch nicht, ich schätze mal aber so eine Stunde ungefähr ab. Ich klicke einfach mal auf Weiter, dann sind wir schon bei der Busauswahl. Ich habe mir gedacht, wir nehmen für die heutige Fahrt einfach mal einen Scania Touring 129, ein schöner Reisebus. War jetzt überlegen, ob ich wieder mein Lieblings-MAN nehme, aber nein, wir nehmen heute mal den Scania. Ansonsten, Datum lasse ich mal auf Aufnahme. Datum ist der 28.03.2024 und Zeit lassen wir einfach mal auf 12 Uhr. Das passt zwar nicht, ist nicht die Systemzeit, nicht die reale Zeit, zu der ich aufnehme, aber um 12 Uhr haben wir auf jeden Fall genug Tageslicht. Ich würde das Wetter einfach mal auf dynamisch lassen, dass wir da Entschuldigung, Stimme versagt ein bisschen, dass wir da einfach vielleicht ein bisschen Abwechslung haben, was das Wetter betrifft. Genau, dann würde ich sagen, klicke ich mal auf Spiel starten und dann haben wir einen ganz kurzen Ladebildschirm und dann geht's auch schon los. Dann schauen wir uns, wie auch in The Bus, schauen wir uns erstmal zu Beginn den Bus nochmal so ganz grob von außen an. Das müsste ein DLC-Bus sein, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ist schon so lange her, dass wir eigentlich den Fernbus-Simulator jedes Wochenende gespielt haben. Deswegen weiß ich gar nicht mehr genau, was war jetzt DLC, was war eigentlich im Spiel drin. Aber ich glaube, der Bus müsste ein DLC-Bus gewesen sein. Ja, da stehen wir. Nicht in Usedom, wir stehen nämlich erstmal in Wolgast. Von dort müssen wir dann hier weiterfahren bis nach Usedom. Dort beginnt dann unsere Fahrt und dann geht's rüber nach Polen. Das ist unser Bus auf jeden Fall. Den werden wir heute fahren. Typischer Reisebus. Hätte ich meinen MAN genommen, den ich sonst immer gefahren bin oder oft gefahren bin, dann hätten wir wieder keinen Reisebus. Das wäre wieder ein bisschen merkwürdig gewesen. Deswegen, ich glaube, mit dem Reisebus da sind wir ganz gut bedient. Ich würde sagen, ich steige mal ein, mache den Bus mal startklar, beziehungsweise wir laufen auch nochmal natürlich hier innen durch, damit auch Businteressierte den Bus nochmal von innen begutachten können. Und ja, so, jetzt würde ich mich mal hinsetzen. Dann machen wir die Tür mal zu, dann ist es nämlich ein bisschen leiser. Vorne wäre eine Tankstelle, aber die haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht in dem Spiel. Dann würde ich mal die Zielanzeige aktivieren. Wir starten die Zündung, starten den Motor. Dann blubbert er schon mal ganz schön, sehr gut. Dann kann er ein bisschen warm laufen. Wir schalten die Klimaanlage an. Da würde ich aber die Temperatur, wo ist meine Maus? Die ist hier. Würde ich mal auf 22 Grad erhöhen. Ist, glaube ich, ganz angenehm. Wir geben schon mal das WLAN frei. WC geben wir frei. Küchenfreigabe von mir aus, Servicefreigabe. Leselampenfreigabe geben wir auch. Wir können auch den Fahrgastmonitor da oben mal aktivieren. Da weiß ich nicht, wo hier der Schalter für ist, aber ich weiß, dass das die Taste O war. Dann sehen wir auch, dass der an ist. Da sehen wir genau, wann Abfahrt ist, wo das nächste Ziel ist oder welches das nächste Ziel ist und wie viel Uhr wir das erreichen. Sagen wir es lieber mal so. Dann müssen wir noch einen Gang reinmachen, Feststellbremse lösen
Und dann könnte man theoretisch losfahren. Das Problem ist jetzt halt nur, dass wir wieder in einer Stadt sind. Ich habe den Fahrzeugverkehr auf 100%. Das macht leider in den deutschen Städten sehr, sehr, sehr häufig Probleme. Und deswegen würde ich das... Wobei, wir sind, glaube ich, gleich aus der Stadt draußen. Ich kämpfe mich jetzt einfach hier mal vor. Versuche mich da mal rauszuquetschen. Lässt du mich bitte reinfahren? Dankeschön. Und dann hoffen wir mal, dass wir gleich aus der Stadt hier raus sind. Dann gucken wir mal, wie es im Polengebiet so ist. Ich hoffe, dass man da ein bisschen dran gedacht hat, dass es hier mit dem Fahrzeugverkehr so schlecht ist in den deutschen Städten. Ich hoffe, dass man das bei den polnischen Städten so angepasst hat, dass man da auch mit 100% Fahrzeugverkehr fahren kann. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gut, wir müssen jetzt hier nur nach rechts abbiegen und dann sehen wir nämlich schon das Ortsschild da. Da sind wir schon raus aus Wolgast. Und da geht es Richtung Usedom. Und von Usedom geht es dann weiter. Bis nach Polen, Stettin. So ist es. Gut. Ansonsten, wir müssen dran denken, wenn wir die Fahrgäste eingecheckt haben, dass wir die Ansage laufen lassen. Das ist was ich total gerne vergesse, wenn ich den Fernbus-Simulator selten spiele. Und ich habe jetzt schon länger keinen Fernbus-Simulator mehr gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich das vergesse. Ich hoffe, ich denke aber dran. Ich habe jetzt gerade davor The Bus gespielt und da kommen die Ansagen ja immer automatisch. Da musst du ja nicht an sowas denken. Hier ist es halt anders. Ich habe halt wieder so einen richtigen Fahrsimulationstag. Also ich habe jetzt davor, beziehungsweise heute Mittag habe ich Police Simulator aufgenommen. Dann habe ich The Bus aufgenommen. Jetzt Fernbus Simulator und danach steht noch auf meinem Plan, dass ich Taxi Simulator, beziehungsweise Taxi Life, City Driving Simulator noch aufnehmen wollte. Das heißt, ich sitze heute den ganzen Tag wieder am Steuer, am Computer. Okay, vorhin bin ich auch schon in der Realität Auto gefahren, mal ganz kurz. Aber ja, ansonsten nur die ganze Zeit am Lenkrad rumrotieren am Computer hier. Eieiei. Achso, habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang, für alle die Neuesten auf dem Kanal. Ich spiele mit einem alten Logitech G25. Dieses gute Museumsstück, ja, es ist wirklich uralt, macht beim schnellen Lenken, beim ruckartigen Lenken, auch bei Force Feedback manchmal ein paar Geräusche. Da mein Mikro vor mir hängt, also zwischen mir und dem Lenkrad, kann es sein, dass man während dem Lenken mal das ein oder andere Geräusch vom Lenkrad hört. Da einfach nicht wundern, wenn es ein bisschen brummt, klackert oder sonstige komische Geräusche macht. Liegt halt einfach am Alter vom Lenkrad. Das hat halt noch keine modernen, neuen Technologien drin, die ein bisschen leiser sind. Und das hört man dann halt einfach ein bisschen. Aber ich höre ja auch meine Videos rein, man hört es halt manchmal nur so ein bisschen im Hintergrund. Da einfach nicht wundern, wenn man da ein bisschen was hört. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Alle anderen, die schon länger auf dem Kanal sind, die wissen schon Bescheid. Die wissen, oh, der Tommy fährt wieder, da hören wir wieder das Brummen im Hintergrund. Da brauche ich nichts mehr sagen eigentlich. Ist schon so zum Running Gag geworden eigentlich auf dem Kanal, aber ich muss es halt erwähnen für diejenigen, die neu sind auf dem Kanal, dass sie sich nicht wundern, was das denn für ein komisches Geräusch da im Hintergrund ist. Kommt es von dem Spiel, kommt es vom Mikro? Es ist vom Mikro. Komisches Gebrumme. So, dann haben wir das auch mal wieder angesprochen. Während wir hier auf der Landstraße in Richtung Usedom heizen, sind insgesamt noch 24 Kilometer. Um 12 Uhr sollen wir da sein. Wir haben jetzt 11.50 Uhr, das heißt, wir haben noch 10 Minuten Zeit, bis wir da sein müssen. Ich denke mal, in 10 Minuten schaffen wir die 22 Kilometer irgendwo. Irgendwie, jetzt sind es noch 21, also es geht steil vorwärts. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die polnischen Städte aussehen. Wenn hier bei dem DLC auf Steam schon dabei steht, eine noch nie zuvor dagewesene Detailtreue wird da angepriesen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da irgendeinen Unterschied zu anderen Städten erkennen, ob wir davon wirklich beeindruckt dann sind. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Bin sehr gespannt. So, das war gerade mal kurz vor das Feedback, hat so klack-klack gemacht. Klack-klack, aber das, ich weiß nicht, ob man das Geklacker da hört, keine Ahnung. Ja. Naja. Ich denke mal, so Landstraße wird und Autobahn wird wahrscheinlich nicht anders sein als bei den anderen DLCs oder auch bei der Standard-Map, weil wir sind gerade noch in Deutschland unterwegs und wenn man rechts und links einfach guckt, das sieht total schön aus. Da ist Gras, da sind Blumen, da sind Bäume, da ist ein Felsen. Da ist also schon schön Deko, da wüsste ich jetzt nicht, was man da auf polnischer Seite noch mehr schöner machen sollte, aber in den Städten ist schon vielleicht ein bisschen Verbesserungsbedarf. Da bin ich mal gespannt, ob man da in den polnischen Städten halt einfach ein bisschen beeindruckter ist.
So, wir müssen hier rechts abbiegen. Das kriegen wir hoffentlich hin. Muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen an die Reisebussteuerung gewöhnen, wenn man vorher mit einem ganz normalen Linienbus unterwegs war. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Stadt drin und Stadt kann halt wieder bedeuten, irgendwie gibt es Probleme. Notfalls muss ich halt den KI-Verkehr wieder runterschrauben. Aber das, ja, machen wir als Notlösung. Ist halt schade, dass man das machen muss. Normal muss sowas halt vom Entwickler her angepasst sein, dass die Städte funktionieren. Ist es halt leider nicht. Ja. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann noch per Update, weil das Spiel kriegt ja auch immer noch Updates. Das Spiel müsste, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war der Tourist Bus Simulator aus 2016 oder war das der Fernbus Simulator? Ich glaube, der Fernbus Simulator kam aber vom Tourist Bus Simulator. Das heißt, es müsste bedeuten, dass der Fernbus Simulator 2016 rauskam und der Tourist Bus Simulator 2018. Wenn ich jetzt da nicht falsch bin, kann auch sein, dass es andersrum ist oder komplett andere Zahlen. Aber ich meine mal, das gelesen zu haben. Und dafür ist überhaupt noch krass, dass das Spiel überhaupt noch DLCs bekommt, neue. Und auch noch Updates. Das Spiel hat jetzt auch seit dem letzten Mal hier durch die Gegenfahrt auch wieder diverse Updates erhalten. Vielleicht hat man da auch in den Städten ein bisschen was angepasst. Ich würde es mir sehr wünschen. Wir werden es ja früher oder später wahrscheinlich merken, ob es jetzt alles gut funktioniert oder nicht. Ja, jetzt hört man wahrscheinlich im Hintergrund auch ein bisschen Geklacker. Das, weil wir halt hier gerade auf Pflaster durch die Gegend fahren. Da vibriert halt das Lenkrad. Das kann sein, dass man sowas halt hört. So. Da haben wir die Kurve gemeistert. Dann sind wir gleich bei der ersten Haltestelle. Müssen wir aussteigen, müssen die ersten Fahrgäste einchecken. Gepäckfach aufmachen natürlich, dass sie auch ihre Taschen da reinschmeißen können. Und dann können wir aufbrechen und wir sind pünktlich. Also angekommen sind wir pünktlich. Wir haben da einige, die mitfahren wollen. Das freut mich sehr. Machen wir auch hinten mal die Tür auf. Dann steige ich gerade mal aus. Hallo. Dann machen wir erstmal die Gepäckfächer auf. Und dann fangen wir an, die Leute einzuchecken. Dafür muss ich natürlich mich erstmal mit meinem Handy anmelden. Hallo. Ja, bin ich hier richtig? Nein. Dankeschön. Hätte ja passen können. Nee, er war richtig. Hat alles gepasst. Hallo. Bitte sehr. Dankeschön. Hat alles gepasst. War alles in Ordnung. Nach Gras fahren wir jetzt gerade nicht heute. Die ist falsch. Mahlzeit. Dankeschön. Mahlzeit. Grüezi. Grüezi. Hi. So, jetzt müssen wir uns durch die große Liste durchscrollen, weil mittlerweile durch die ganzen DLCs, man hat hier so viele Ortsnamen. Da haben wir es doch. Kostalin. Kostalin. Müsste passen. Richtige Sucharbeit mittlerweile. Was ja nichts Schlechtes ist. Das passt schon. So, sie war falsch. Ansonsten, da ist eine Bushaltestelle, da sollte man nicht mit dem Kopf dagegen laufen. Da habe ich gerade auch letztens wieder was gesehen gehabt mit irrsinnigen Bauten irgendwie in Städten. Realer Irrsinn. Da hat auch irgendeine Stadt die Bushaltestellen andersrum hingebaut. Ich weiß aber nicht mehr, was die Begründung war. Die war auf jeden Fall komplett aus den Haaren herbeigezogen. Weil die Leute dann halt, wenn du so eine Bushaltestelle halt andersrum hinsetzt, die Leute haben dann eine Mauer angeguckt, statt zu sehen, ob der Bus kommt oder nicht. Ich glaube, die Begründung war, weil es nicht so ein großer Bürgersteig war, dass wenn die Haltestelle andersrum ist, können die Leute besser an der Mauer und zwischen Haltestelle vorbeilaufen. Ist ja nicht so, dass man die Haltestelle auch hätte an die Mauer dran setzen können, dann wäre vor der Haltestelle auch ein Platz frei gewesen zum Vorbeilaufen, aber egal. War auf jeden Fall komplett eine irrsinnige Erklärung. Aber gut, dafür kann man schon mal Steuergelder rausballern für komische Sachen. So. Dann fahren wir los. Wir sind aber jetzt 6 Minuten. Wir sind sogar etwas früher noch losgefahren. Hoch. Upsi. Ja, ist egal. Passt schon. Es kommt eh kein Fahrgast mehr nach. Das haben wir schon festgestellt. Das würde ich mir auch wünschen, dass man das im Update irgendwie ändert, dass halt manche Fahrgäste noch nachkommen. Ja, beziehungsweise halt bis der Bus abfährt, die offizielle Abfahrtzeit hat, dass so lange halt auch Fahrgäste nachkommen. Ist halt leider nicht. Die stehen halt alle schon da, man kommt da hingefahren, alle steigen ein, man kann theoretisch losfahren, weil da niemand mehr kommt. Deswegen ist es jetzt auch halb so wild. So. Ja, man sieht leider, dass es sich gerade ein bisschen staut in alle Richtungen. Das heißt, da hat sich, wenn es jetzt nicht hier weitergeht, hat sich da wahrscheinlich nichts dran geändert, dass die Städte nicht angepasst wurden vom Fahrzeugverkehr.
Wir haben hier vorne auch leider keine Ampel. Wir müssen da Vorfahrt gewähren und irgendwie wollen die da vorne halt nicht weiterfahren gerade. Okay, jetzt fährt er da rechts los. Ich sehe es schon kommen, dass es hier gleich nicht mehr weitergeht. Ich reagiere lieber mal jetzt, bevor wieder gar nichts mehr geht und ich nicht mehr vor- und zurückkomme. Wir kennen es ja schon, Verkehrsdichte reduzieren. Am besten mal auf Null stellen, dann kommt kein neues Fahrzeug mehr nach, nur die, die gerade auf der Map unterwegs sind. Ja, das ist halt noch recht schlecht gemacht hier. Aber gut. Klar, man könnte auch sagen, stell doch einfach den KI-Verkehr auf 50%. Dann sollte es in den Städten funktionieren. Ich finde, das ist aber halt keine Lösung. Das ist Fehler vom Entwickler ausgleichen. Das ist keine Lösung. Das hat... Weil dann hast du ja auch auf der Landstraße weniger Verkehr. Und auf der Landstraße gibt es ja keine Probleme. Da sind theoretisch sogar fast für meinen Geschmack zu wenig Fahrzeuge unterwegs. Oder auf der Autobahn. Genau das Gleiche. Wenn man da auf 50% runtergeht, hast du ja noch weniger Fahrzeuge. Und das ist dann außerhalb einfach falsch. Normalerweise müsste man das hier so machen wie in The Bus zum Beispiel. Da schaffen es ja selbst die Modder, dass in The Bus bestimmte Straßen nur so und so viel Fahrzeugverkehr haben. Ja. Natürlich wird es so sein, dass in The Bus und hier im Fermo-Simulator ein anderes System wahrscheinlich eingebaut ist, was den Fahrzeugverkehr betrifft. Aber so kannst du es halt als Entwickler eigentlich nicht lassen. Und wenn du schon noch Updates raushaust, müsstest du auch halt sowas hier mal überarbeiten, dass der Spieler, wenn du schon halt 100% anbietest oder 100% schon so viele Fahrzeuge spawnen lässt, dann passt es doch als Entwickler so an, dass 100% auch funktioniert. Aber okay. So. Weiß jetzt nicht, sind wir gleich raus aus der Stadt? Wenn nicht, würde ich, oder beziehungsweise ich würde dann, ja, wir sind gleich raus aus der Stadt. Gut, dann erhöhen wir den Verkehr wieder, weil leer durch die Gegend fahren wollen wir ja auch nicht. Aber das war jetzt einfach hier so eine Notanwendung, sonst wären wir da, glaube ich, nicht mehr rausgekommen. Das hat sich schon wieder so angebahnt. Da wären jetzt ständig Fahrzeuge von rechts und links gekommen, bis die Spur neben uns voll gewesen wäre und dann hinter uns und vor uns. Und dann wäre einfach nichts mehr gefahren. Das kennen wir schon. Das wird, finde ich, spannend dann in den polnischen Städten. Das interessiert mich wirklich extrem, ob das da angepasst wurde. Dass da die Städte anders gebaut sind, dass sowas nicht passiert. Oder komplett irgendwie ein anderes Fahrzeugverkehrssystem da irgendwie bei den Straßen verbaut wurde. Da bin ich gespannt. So, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Polen. Verlassen jetzt Usedom. Ab Richtung Polen. Ja, und hier auch nochmal, wenn ich jetzt hier die ganzen Details sehe an der Landstraße, da kannst du eigentlich nicht mehr rausholen. Eigentlich nur in den Städten. Und deswegen finde ich den Satz auf Steam noch interessanter und bin noch gespannter, was so die Städte betrifft. So. Ich muss dann gerade mal ganz kurz pausieren. Es geht gleich an dieser Stelle wieder weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Kurz mal telefoniert. So, ja, man sieht irgendwie, dass das Wetter sich ein bisschen zuzieht. Das ist nicht ganz so nice. Was ich gerade komisch finde, ist, dass die Bäume halt statt zu wackeln, ruckeln die links, rechts. Naja, gut. Ist mir nur gerade so aufgefallen, weil wir da an der... Während der Fahrt habe ich das gar nicht so gemerkt, aber weil wir gerade an der Ampel gestanden haben, habe ich das gerade irgendwie gesehen. Naja. Ankunft übrigens um 13.59 Uhr. Wir haben jetzt 12.15 Uhr. Haben wir eigentlich genug Zeit, um da hinzukommen? Sind insgesamt 139 Kilometer, die wir noch vor uns haben. Wahrscheinlich aber dann gleich Autobahn, denke ich mal. Irgendwann mal von der Landstraße runterkommen. Was? 30 hier? Was? So langsam? Da war ein 30er-Schild, aber das Navi zeigt 70 an. Okay. Navi sagt 70.
Jetzt sind wir in Polen. Normalerweise. Da war das Schild. Also sind wir direkt erstmal in einem Industriegebiet, oder wie? Fleißig gebaut. Das ist auch ein cooler Tunnel, auch wenn das gerade mit der Beleuchtung nicht so ganz passt. Wir machen auch mal das Licht an. Das sieht gerade ein bisschen komisch dunkel aus auf der Straße und rechts und links die Wände ein bisschen zu hell, aber ansonsten mit den Lichtern da auf dem Boden, das sieht schon schick aus. Ja, werden wir. So, wir haben also wieder unhöfliche Fahrgäste an Bord. Die meckern, weil mal 15 Sachen zu schnell war. Naja. Ich hab halt, war halt gerade mit dem Tunnel beschäftigt und hab mir den angeschaut. An sich cooler langer Tunnel, aber mit der Beleuchtung her, da passt irgendwas nicht. Mal gespannt, ob es gleich anfängt zu regnen. Das wäre jetzt natürlich ein Highlight. Wir fahren mal in eine neue Stadt, kann man die Stadt ein bisschen angucken. Jetzt haben wir hier schon so trübes Wetter. Gut, ich hätte natürlich auch einfach schönes sonniges Wetter auswählen können, aber ein bisschen Dynamik hier drinnen wäre auch nicht schlecht. Jetzt wollte ich eigentlich gerade rechts rüber, weil wir auf eine Autobahn drauf waren, aber die lasst mich doch mal rechts rüber, dann könnt ihr links... Sag mal. Voll die Draufgänger. Da will man schon extra so anbieten, dass man rechts rüber fährt, dass die alle links überholen können und dann rammen die einen noch weg. Eieiei, oder wollen einen wegrammen. Wir haben ja nicht berührt. Ich habe ja im Spiegel geguckt, aber der wollte auch sich irgendwie... Das war schon die Autobahn? Okay, der wollte irgendwie nicht bremsen. Ja gut, das war jetzt die größte Autobahn der Welt. Und da hinten hat man wieder dieses typische Bild für heutzutage, Windräder. Ich finde die Bauten ja immer noch ultra beeindruckend. Ich finde nur nicht ganz so schön, dass man die bei uns zum Beispiel auch, habe ich ja schon öfters angesprochen, in den Wald platziert. Ja, und wenn man da sieht halt, was für riesengroße Flächen Wald da gerodet wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist schon ein bisschen krass. Ich glaube, bei uns wurden 14 Windräder in den einen Wald reingebaut. Wenn du jetzt bedenkst, pro Windrad, also 14 Fußballfelder ungefähr, wurde da drin platt gemacht oder... Von der Größe ein halbes Fußballfeld, würde ich sagen, pro Windrad. Da hast du 7 Fußballfelder, die dir einfach Waldblatt gerodet haben, quasi im Wald. Das ist schon unglaublich, die Fläche, was da einfach platt gemacht wurde. Wie gesagt, ich finde die Bauten ultra krass. Ja, aber irgendwie finde ich es dafür, dass man der Natur was Gutes tun möchte mit den Windrädern, finde ich es irgendwie nicht so hundertprozentig passend. Ja, dass man dann so viel Wald dafür zerstört. Wald sorgt ja für gutes Klima und so weiter. Und dann baust du da 7 Fußballfelder quasi in den Wald rein ungefähr. Und wenn man halt guckt, wie überall außenrum, da kommen Windräder hin, die werden in den Wald gepackt, die werden in den Wald gepackt, weiß ich nicht, ob das so die geilste Lösung ist, die man haben hätte können. Ja, ich muss sagen, ich finde es nicht so ideal. Aber gut, wer bin ich schon? Naja. Ja, was ich halt auch nicht so ganz verstehe, das Thema hatten wir auch schon mal. Ich weiß, es wiederholt sich alles immer alle paar Folgen, aber gut, man braucht halt irgendein Thema, weil ich es gerade gesehen habe. Was ich halt auch nicht so verstehen kann, wir waren auch gerade letztens im Urlaub, waren wir mal unterwegs Richtung Fulda auf der Autobahn, auf der A66. Und ja, da gibt es auch an einer Stelle auf der rechten Seite schon seit vielen Jahren so einen Solarpark, nenne ich es jetzt einfach mal. Da hat man an einem Hang einfach ganz viele Solarpaneele dran gebaut und erzeugt so quasi Sonnenenergie. Beziehungsweise mit der Sonne Energie.
Und jetzt hat man auch gerade dann auf der linken Seite von der Autobahn auch nochmal an einem Hang eine riesengroße Fläche mit so einem Solarpark quasi Folge gebaut. Auch wenn ich jetzt bei uns hier an die Gegend denke, da hat man das gar nicht mitbekommen. Da war einfach von heute auf morgen ein riesengroßes Waldstück gerodet quasi im Wald drinne auf dem Berg oben. Ja, und ist man da halt einfach mal mit Google Maps über die Stadt drüber, dann hat man sich gedacht, hä, was ist denn da im Wald drinne? Und dann sieht man da einfach einen riesengroßen Solarpark im Wald drinne einfach. Hat man auch, ja, von der Größe her würde ich sagen, ist das auch nochmal ein Fußballfeld, was man da Bäume weggehauen hat, um da einen Solarpark in den Wald reinzubauen. Ist schon, ich weiß nicht, ob das so die Lösung ist. Also bevor ich, also wäre ich irgendwie an der Macht, hätte ich irgendwie hier was zu sagen, würde mir die Weltherrschaft gehören, da würde mir, glaube ich, was anderes einfallen als Wald wegroden, um so Sachen aufzubauen, weil man hat so viel Fläche Autobahn, man hat so viel Parkflächen, die man überdachen könnte, mit Solarzeug zubauen könnte. Ja, auch wenn da dann oft irgendwie die, wenn man so Sachen vorschlägt wie, ja, bebaut doch einfach die Autobahn, wie als wäre das so ein Tunnel und obendrauf, ja, diese ganzen Solarsachen drauf, dann haben die Autofahrer gleich einen besseren Wetterschutz, ja, scheiß drauf, ob es jetzt irgendwie stark regnet, Aquaplaning und so, dann hast du deinen Tunnel quasi oder dein Dach über der Autobahn, kann nichts passieren. Rechts und links davon kannst du von mir aus auch noch Wände ziehen, dann rennt auch kein Tier mehr auf der Straße, kannst du noch schneller fahren. Ja, tust halt wie bei so Lärmschutzwänden, da hast du auch alle paar Meter eine Tür irgendwie, dass, falls da was ist, du von der Autobahn runterkommen kannst. Warum nicht dann einfach halt so Autobahnflächen, die eh schon quasi versiegelt sind, warum da nicht halt irgendwie was drüber gebaut oder wie gesagt auf Parkplatzflächen, auf riesengroße Geschäfte oder allgemein auf Geschäfte einfach da was drauf, einfach da mit denen was ausgehandelt, ja, und da, oder vorne ist gerade ein Bus geflogen, da hast du halt schon Zoneflächen, ja, die kannst du doch zubauen. Und da kommt halt irgendwie oft auch das Kommentar, wenn man irgendwie das so anspricht, ja, baut doch einfach über die Autobahn ein Dach mit Solaranlagen, dann hört man halt oft, ja, wenn es hagelt, dann gehen die Dinger doch kaputt. Ja, aber die gehen halt auch in normalen Solarparks kaputt. Da war jetzt gerade in irgendeinem Land, weiß nicht mehr wo das war, ein riesiges Hagelunwetter und da war eine riesengroße Fläche, so als Solarpark, und waren einfach extrem viele Solarpaneele quasi kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Ist das die detailreiche Bebauung? Runter von der Straße! Stehen einfach mal Bäume auf der Autobahn. Okay, kann man machen. Das haben die vielleicht mit detailreicher Bebauung gemeint. Selbst die Autobahn hat ganz viele Details. Was zur Hölle? Ja, naja. Naja. Ich weiß nicht, ich würde halt so eine Lösung halt irgendwie ein bisschen sinnvoller, naturfreundlicher und gut genutzt finden oder besser genutzt finden, wenn man halt wirklich solche Straßen einfach zubaut. Da hast du so eine riesengroße Fläche. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Kilometer Autobahnnetze es in Deutschland gibt. Ja, wie viele große Parkplätze. Wenn ich alleine bei uns bedenke, wir haben auch einen großen Supermarkt hier. Der hat, ich weiß nicht, wie viele hunderte Autos da drauf passen. Wenn du das Ding doch einfach überdachst, einfach ist leicht gesagt, aber wenn du das überdachst, überall Solarzeugs oben drauf, da kannst du doch schon mal eine Ortschaft mit versorgen quasi, glaube ich. Oder zumindest mal ein paar Häuser. Ja, wenn man dann noch bei allen großen Firmen, wir haben ja auch noch große Firmen, die sind zwar alle ziemlich am Kaputtgehen, aber wen wundert's. Aber wenn du allein diese ganzen großen Firmendächer irgendwie auch zugleisern würdest mit so Solarzeugs, da hättest du so eine große Fläche. Dann noch die Mitarbeiterparkplätze zugebaut oben und zack, bumm. Ich meine, das Grundproblem bleibt bei dieser Energie halt, dass du da nur Energie gewinnst, wenn die Sonne richtig scheint. Und das gleiche Problem ist halt bei Wind. Da kriegst du halt nur Energie, wenn halt gerade Wind weht. Wobei man da halt auch sich so ein bisschen, also was ich mir halt da so Gedanken mache, ist dann eher so in Richtung, man nimmt durch die Windräder ja die Energie aus dem Wind. Tut man dadurch nicht irgendwie die Luftströmung verändern? Tut man da nicht irgendwie dafür sorgen, dass der Wind gebremst wird oder so? Sorgt man nicht dann dafür, dass sich das Klima auch irgendwie ein bisschen verändert? Ich meine, bei 1, 2, 3 Windrädern ist es ja vielleicht kein Thema, aber so viele Tausende, wie gebaut wurden, allein bei uns in der Gegend, das muss doch, hat es nicht auch irgendwelche Einflüsse auf den Wind und so mit auf die Wolken und somit vielleicht auch auf, ja, auf Wetterereignisse, dass sie da irgendwie jetzt anders abregnen, vielleicht die Wolken, als vorher. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, weil man nimmt ja einer Energiequelle die Energie. Das heißt, man nimmt ja irgendwo was weg.
Ich weiß nicht, ob man da irgendwie dann auch in ein paar Jahren kommt vielleicht irgendein Wissenschaftler um die Ecke und sagt dann, ja, nö, jetzt haben wir dadurch so dermaßen die Windströmung und Windrichtung verändert. Jetzt haben wir da komplett anderes Klima an der Stelle oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder komplett anderes Wetter. Keine Ahnung, ob das einen Einfluss hat, früher oder später auch auf Wetterereignisse. Was man aber vermehrt immer mehr hört, ist, dass halt Windräder nicht so ganz gesund sein sollen. Klar, die bestehen aus Materialien, die nicht gut verträglich sind. Und da ja diese Rotorblätter natürlich auch durch Wetter und Abnutzung einfach in Anführungszeichen zerstauben, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil die lösen sich halt auf und das Zeug gerät halt dann in die Luft. Das wird dann auch wieder vielleicht eingeatmet oder, weiß man ja nicht. Oh, da hat ein LKW einen Körper gemacht. Boah, aber das sieht schon gut aus. Also auf den ersten Blick habe ich Bock, da ein Fotoshooting drauf zu machen. Als Hobbyfotograf. So. Das sieht schon echt ganz schön aus. Ich wollte jetzt gerade mal schnell ein Foto vom Bus machen, wenn ich jetzt hier gerade so schön stehe. Wobei, normalerweise muss man das jetzt in die Richtung vielleicht machen. Glaube ich, so ganz cool. Sieht man hier die schöne Kirche wahrscheinlich. Machen wir nochmal so ein Foto. Und dann habe ich auf jeden Fall was fürs Thumbnail. Machen wir gerade mal zu. So. Und wieder ab ans Steuer. Ich finde es immer so ein bisschen doof, dass man halt, wenn man in den Fotomodus wechselt, musst du halt kurz aus der Fahrerperspektive raus. Damit du dann im Außenmodus ein Bild machen kannst. Sonst steckst du meistens mit der Kamera im Bus irgendwie fest. Das ist nicht so optimal. So. Es ist jetzt gerade eigentlich ein total spannender Moment, weil wir uns in der Stadt befinden mit 100% Fahrzeugverkehr. Da ist jetzt die Frage, haut das hin, haut das nicht hin? Kommen wir am Ende hier wieder raus? Oder muss ich lauter Autos wegrammen? Das hatten wir alles schon erlebt. Ich hoffe mal, dass wir so rauskommen wieder. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt reinkommen zum Parkplatz. Beziehungsweise zum Busbahnhof oder zur Bushaltestelle. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so zu Windrädern und so in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich finde es immer noch, es sind unglaublich faszinierende Bauten. Gerade wenn man so drunter steht bei uns, wir haben ja hier im Wald so 200 Meter hohe Windräder reingebaut bekommen. Wenn du da schon drunter stehst und siehst, wie dieser ganze Turm einfach gebogen ist vom Wind und was es für Schläge dann ab und zu in dem ganzen Turm gibt und die Geräusche dabei und allgemein das ultra beängstigendes Gefühl, wenn du da so direkt drunter stehst und guckst einfach so den Mast hoch. Das ist, oder den Turm guckst du da hoch. Das ist unglaublich beeindruckend, was der Mensch so bauen kann. Auch wenn man jedes Mal, wenn man da drunter steht, das Gefühl hat, man stirbt gleich, weil das irgendwie so beängstigend ist. Wenn er da so rumwackelt, der Turm, und es ab und zu mal so einen richtigen Schlag halt gibt. Ist schon krass. Ich habe ja schon mal erzählt, ich würde das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, würde ich total gerne mal so einem Windrad hochklettern. Also jetzt natürlich innen drin über die Leiter mit professioneller Ausrüstung und so weiter, ganz klar. Weil man muss von da oben einen so krassen Ausblick haben. Allein wenn man da schon hochwandert zu den Windrädern bei uns. Der Bus da vorne gerade einen Unfall gebaut. Sah fast so aus. Ach du Scheiße. Ja, sieht schön aus, aber ist das nicht ein bisschen arg unpraktisch für einen Bus, wenn mit der Mauer da vorne dran? Also so komme ich da nicht um die Kurve. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Nö, das. Da muss ich rumrangieren. Und hoffen, dass wir dann da irgendwie reinkommen. Das ist ja mal ungemütlich. Aber sieht schön aus. Optik vor Funktion. So, ich glaube, so könnte man da reinkommen. Sicher bin ich mir nicht.
So, ich muss noch mal kurz hier ein Stück rüber. Boah, du siehst die halt auch so gar nicht, die Mauer, bis die wieder im Spiegel auftaucht. Halleluja! Das ist bis jetzt, glaube ich, einer der anspruchsvollsten Haltestellen-Einfahrten, die wir jemals hatten im Fernbus-Simulator. Ich mach gerade mal den Motor aus, dann ist ein bisschen ruhiger. Er passt doch hier kaum rein. Ich habe fast das Gefühl, dass der Bus ein bisschen groß ist hierfür. Das Geräusch gerade. Sehr cool. Das ist schon irgendwie heftig. Na gut, wir haben halt auch einen großen Bus, aber trotzdem. Das ist schon eine Hausnummer. Müssen wir gleich auch wieder genauso raus, wie wir reingefahren sind. Also hier rückwärts in die, in den Parkplatz rein. Oh Mann, und wir haben hier einen Stau. Ist das ein Stau, der abfließen kann, oder ist das wegen dem Busunfall? Okay, der Bus ist weg, aber da hinten scheint sich zu stauen. Woran liegt's? Der Bus war im Weg. Okay, der Bus ist nicht um die Kurve gekommen. Okay, dann sollte es normalerweise aber gleich abfließen. Ah, jetzt steht da ein Auto. Der kommt nicht um die Kurve, weil mein Buspo da rausguckt oder was? Oh Mann. Das wird noch ein Spaß. Da bin ich. Dankeschön. Da bin ich aber sehr gespannt auf den nächsten Busbahnhof. Ich frage mich nur gerade, ob die nur Spielzeugbusse haben in der Realität, dass sie da reinfahren können oder ob es da jeden Tag eine Schramme gibt. Wer kommt halt auf die Idee, an die Stelle eine Mauer zu setzen, wo ein Bus umschwenken muss hier? Das ist halt schon irgendwie ein bisschen busfeindlich. Ciao, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ja, das freut mich. Kurs Salin. Da haben wir's. Ja. Ciao. Ciao. Sie wollen noch mit? Die Tür ist jetzt zugegangen. Jetzt haben sie Pech. Hast du die Tür angeklickt? Gut, dann sind die alle drin, ne? Das wird jetzt ein Spaß. Und da vorne die Kurve sah auch nicht gerade busfreundlich aus. Aber an sich schon. Schöne Herausforderung, aber da wären wir niemals, wir haben es ja jetzt selbst so kaum hier reingeschafft, wir wären dann niemals um die Kurve gekommen, wenn ich nicht da rumrangiert hätte. So, schmeißen wir die Kiste wieder an. Oh, ich habe auch, glaube ich, vergessen, die Ansage abspielen zu lassen. War, glaube ich, was ich am Anfang angesprochen hatte. Ich unbedingt dran denken muss. Ja, voll vergessen. Na gut. Und herzlich willkommen. Lassen wir es jetzt einfach laufen, während ich hier rumrangiere. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen. Jetzt ist das Taxi losgefahren. Ich weiß es nicht. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. So, wir müssten an der Mauer vorbei sein. Zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus.
Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, wir haben die Ansage geschafft. Wir haben zwar jetzt auch hier gerade wieder die Situation, dass es vom Verkehr her echt schlecht vorwärts geht hier in der Straße, aber man sieht es, da vorne läuft der Verkehr noch. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal abwarten und schauen, ob es da irgendwie noch vorwärts geht. So, an sich hat es bis jetzt nämlich eigentlich ganz gut geklappt hier in der Stadt. Ja, okay, jetzt fährt er da vorne vielleicht mal los. Vielleicht haben wir dann Glück, dass auch hier die Straße bald mal fährt. Die sind aber auch alle unfreundlich. Die könnten ja mal jemand hier rausfahren lassen. Vielleicht ist doch ein bisschen viel los hier. Normalerweise müsste das Spiel da so einprogrammiert haben, dass wenn so und so lang irgendwie hier kein Fahrzeug sich mehr bewegt hat in der Straße, müssten die anderen Spuren einfach mal stehen bleiben und mal ein Fahrzeug rausfahren lassen. Dann wieder vielleicht eine Minute oder zwei Minuten warten. Wenn dann immer wieder kein Fahrzeug sich bewegt, dann das müssten die anderen Spuren wieder stehen bleiben, dann müsste hier aus der Spur wieder ein Fahrzeug rausfahren, dass so nach und nach, wie es halt auch manchmal die Realität ist, wenn sich hier das extrem lang staut und andere kriegen das mit, die da vorne vorbeifahren, dann kommt es ja auch öfters mal zu der Situation, dass mal irgendjemand stehen bleibt und winkt dann einen mal raus oder so. Das gibt's ja. So, wir kriegen jetzt gerade wirklich ein Problem. Ich sehe es gerade leider erst ein bisschen spät im Spiegel. Das hat sich jetzt doch genauso wieder festgefahren wie in den anderen Städten. Das ist sehr schade von TML. Das darf einfach nicht sein. Das ist jetzt wieder eine Situation, die darf eigentlich einfach nicht sein. Das ist sehr schade. Ich meine, es hat jetzt lange Zeit gedauert, bis die komplette Spur hier neben uns vollgestaut war, aber das wäre jetzt halt so geendet, dass hier nichts mehr gefahren wäre. Das heißt, es ist im Grunde genommen, nur dass es jetzt länger gedauert hat, genau die gleiche Situation wie in den anderen Städten. Da müsste TML unbedingt nachbessern. Aber unbedingt. Wenn sie schon noch an Updates arbeiten, dann können sie sich auch mal sowas anschauen. Ist vielleicht eine unschöne Arbeit, aber das zerstört so ein bisschen den Spielspaß. So, jetzt sind wir nämlich aus der Kreuzung raus und da es in der restlichen Stadt eigentlich gut funktioniert hat, gehen wir jetzt wieder in die Option und schrauben das wieder hoch. Das ist halt ein komplettes Hin und Her.
Ja, und selbst wenn ich jetzt in der Stadt das auf 50% lassen würde, außerhalb würde ich es wieder auf 100% hochschrauben. Also kann ich es auch einmal komplett stoppen mit dem Fahrzeug nachspawnen und dann ja komplett wieder auf 100% hochsetzen. Das ist nicht optimal, da bin ich nicht mit zufrieden. Ich habe zwar das Gefühl, man hat sich hier so ein bisschen beim Städtebau ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass die Situation so ist, dass die Straßen einfach länger sind bis zur nächsten Kreuzung. Also Situationen weniger passieren, aber man sieht es, erste Durchfahrt und direkt bei der ersten Durchfahrt wieder bei 100% Fahrzeugverkehr. Ja, Pech gehabt. Naja. Merken wir uns. Ansonsten von der Bebauung her finde ich, ist die Stadt richtig schön gelungen. Ob das jetzt realistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie hier. Ich meine, realistisch nachgebaut ist es ja nicht. Ich meine jetzt, ich spreche eigentlich nur von Sehenswürdigkeiten, Objekten, wo man dann wirklich halt erkennt, okay, das ist die Stadt. Da kann ich halt nicht mitreden. War noch nie in der Stadt. Bleibt der stehen? Okay. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Aber vielleicht war einer von euch in der Stadt. Vielleicht lebt auch einer von euch in dieser Stadt und kann sagen, jo, ich habe meine Stadt, wo ich wohne oder wo ich jetzt schon mal war, wiedererkannt. Das wäre mal interessant zu wissen. Gerne in die Kommentare schreiben. So, nächster Halt in 191 Kilometern. Den Stadtnamen spreche ich lieber nicht aus. Ich glaube, da breche ich mir die Zunge. Aber ihr könnt es ja selber auch ablesen. So, die Ansage hatten wir jetzt laufen lassen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Abspielen, die hatten wir. Die hatte ich nur bei der ersten Haltestelle vergessen. Ja, ich kündige meistens sowas vorher an, dass ich sowas bestimmt vergessen werde. Und dann passiert das auch meistens. Wir hatten nur jetzt das Glück, dass wir keine Verkehrskontrolle hatten. Da hätte es passieren können, dass irgendwelche Fahrgäste nicht angeschnallt gewesen wären oder so. Und dann hätten wir ein böses Dudu von der Polizei bekommen, weil man muss sich ja in einem Fernbus eigentlich anschnallen. So, da sind wir wieder zurück auf der Autobahn. Ja, und spätestens jetzt würde ich mir hier den Fahrzeugverkehr wieder auf 100% stellen, wenn ich in der Stadt es auf 50% hätte. Also macht es keinen Sinn. Ich würde trotzdem ständig in die Einstellungen rein switchen und würde die Prozente ändern, beziehungsweise die Fahrzeuganzahl ändern. Ist egal, wie ich es einstelle. Da muss TML ran. Wünsche ich mir sehr fürs nächste Update, weil das ist eins der Sachen, die mich am meisten stört, dass du eigentlich mit viel Fahrzeugverkehr nicht in die Stadt reinfahren kannst. Und klar, ich möchte Fahrzeugverkehr in der Stadt haben. Ich möchte auch auf Autobahnen und Landstraßen viel Fahrzeugverkehr haben. Gerade halt auch in Städten soll schon viel los sein, aber da muss es auch halt irgendwie mit dem Verkehr funktionieren. Sonst bringt mir der ganze Verkehr da nichts, wenn ich nach einer halben Stunde das Spiel Rage quitte, weil nichts mehr vorwärts geht. Oder ich halt die Fahrzeuge wegrammen muss. Ich spiele hier aber einen Simulator, möchte natürlich dann nicht die Fahrzeuge extra wegrammen. Da möchte ich ja schon einigermaßen realistisch hier durchkommen, ohne Unfall. Naja. Ich will nicht nur wieder schimpfen, sonst kriege ich wieder Ärger. In den Kommentaren. Es ist ja nur Kritik, wo TML was mit anfangen kann. Vielleicht sieht es ja irgendjemand von dem Entwicklerteam das Video, vielleicht spricht sie es auch rum, dass es doof ist und kommt bei denen an, dass man das verbessern müsste. Ich weiß halt echt nicht, wie das System hier aufgebaut ist. Bei The Bus ist es ja anscheinend so, dass du halt für die verschiedenen Straßen verschiedene Anzahl an Fahrzeugen anscheinend einstellen kannst. Vielleicht kann da einer von den Moddern von The Bus ja mal was in die Kommentare schreiben, falls jemand davon das Video hier sieht, wie das da aufgebaut ist. Ich denke mal, dass man da wahrscheinlich in der Straße aber bestimmen kann, dass auf dem Pfad quasi nur so und so viele Autos zur gleichen Zeit sein sollen. Oder könnte ich mir vorstellen, dass es da so ist. Ach, Stimme lässt irgendwie nach. Ich wollte noch ein bisschen was aufnehmen heute, aber gut. Ich will jetzt gleich mal zum Überholen ansetzen, deswegen fahre ich den Bus vor uns gerade mal ein bisschen näher auf. Oh. Lasst uns alle beten, dass die Bäume hier keine Kollision
keine Kollision haben, aber das scheint so zu sein, weil ich kann jetzt nicht ausweichen. Bong. Das ist halt auch so eine Frage, warum ist das hier nicht aufgefallen, dass hier Bäume auf der Straße stehen? Bin ich der einzige Spieler, bei dem da Bäume auf der Straße stehen? Ist da irgendwie bei der Installation was schief gegangen oder ist tatsächlich im Spiel da noch was falsch? Und dann ist die Frage natürlich, warum fällt sowas nicht auf? Ich meine, irgendjemand muss doch vor Release mal die komplette Strecke abfahren, alle möglichen Straßen, oder macht man das nicht? Ja, wir sind jetzt aber schon bei 50 Minuten und haben noch einiges an Strecke vor uns. Ich glaube, wir sind so 1,5 Stunden wahrscheinlich sogar unterwegs. Puh, Fernbus-Simulator-typisch halt. Ja, man kann diese Wegstrecken einfach so schlecht bei der Routenplanung einschätzen. Da steht zwar eine Spielzeit da, wie viele Spielstunden man braucht dafür, aber das ist trotzdem immer so krass schwer abzuschätzen, finde ich. Aber ich freue mich auf die nächste Stadt. Fand die erste, war schon richtig schön bebaut. Verkehrsführung war auch besser als in anderen Städten. Nicht optimal, wie wir gesehen haben, aber auf jeden Fall auch besser. Was mir auffällt, ist, dass ständig irgendwelche LKWs und Busse in der Ferne durch die Gegend fliegen. Eben gerade da vorne in der Kurve ist wieder einer geflogen. Das liegt aber nicht am DLC, das ist wahrscheinlich einfach ein Spielfehler wieder, der hier reingepatcht wurde, denke ich mal. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Da vorne haben wir wieder Windräder, das ist ja wie bei uns hier. Windräder, überall Windräder. Früher war das immer so ein Highlight, wenn man an die Nordsee gefahren ist. Wenn ich mit meinen Eltern, als kleiner Bubi, quasi in Urlaub gefahren bin, war da immer nur an der Nordsee Windräder. An der Nordsee ist es ja ganz krass. Das sind ja richtige Windradfelder quasi. Da hatten wir auch damals dann, wir waren vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren nochmal da oben Urlaub machen. Und da waren halt richtige Felder einfach nur mit Windrädern. Das war auch irgendwie krass auf eine gewisse Art und Weise, nur die waren halt nicht ganz so hoch. Ach klar, da ist halt flaches Land. Da müssen die nicht ganz so hoch sein. Aber das war schon irgendwie beeindruckend, da so drinnen zu stehen. Aber irgendwie auch beängstigend, wenn man sich vorstellt, dass früher oder später vielleicht alles so zugebaut ist mit den Dingern. Ich weiß es ja nicht. Ja, Thema Energie ist halt irgendwie ein schwieriges Thema. Atomkraft will irgendwie auch keiner vor seiner Haustür haben, glaube ich. Weil ich da halt der Meinung bin, da muss man halt weiter forschen, dass man halt mit dem Ganzen, da vorne fliegt gerade wieder ein LKW, dass man halt das irgendwie sicherer macht, dass man das irgendwie vielleicht weiter verwerten kann, dass es da weniger bis gar kein Müll irgendwann mehr gibt. Da, also man muss auf jeden Fall, glaube ich, daran forschen. Ich glaube schon, dass so in der Richtung irgendwie die Zukunft liegt. Aber wie gesagt, momentan will halt irgendwie noch keiner ein Atomkraftwerk vor der Haustür haben, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Windräder will irgendwie keiner haben. Solarparks ist irgendwie auch doof, weil bringt halt auch nur was, wenn die Sonne scheint. Kohlekraftwerke, auch verpönt, ist halt die Frage, was für Energie will man haben. Wasserkraftwerke, tust du halt die ganzen Fische häckseln, wenn es doof läuft. Ist halt auch ein enormer Eingriff in die Natur. Wir haben ja bei uns ja auch in der Nähe ein Wasserkraftwerk quasi, wir haben ja auch einen Stausee und da wird auch ein bisschen Energie mit einer Turbine quasi gewonnen. Ja, ist halt auch für die Natur nicht so cool. Weil da an dem Stausee zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit für Fische irgendwie Fluss aufzuschwimmen. Da ist halt einfach Feierabend. Ist halt alles irgendwie nicht so optimal. Schwieriges Thema. Aber da soll sich eigentlich die Politik drum kümmern und nicht irgendwelche YouTuber. Das ist den ihr Job. Aber ich mache mir halt trotzdem gerne Gedanken über solche Sachen, ehrlich gesagt. Weil wir vorhin das Energiethema hatten. Ich finde das eigentlich voll interessant, aber halt auch sehr komplex.
ist aber auch wirklich alles mit Windrädern voll. Das ist ja wirklich wie in Deutschland. Ich habe mal ein Video gesehen, wo gerade irgendwelche Wartungsarbeiten in so einem Windrad oben stattgefunden haben. Und dann ist anscheinend so eine richtig fette Windböe gekommen. Und da wurden die Leute da oben dermaßen durchgeschüttelt. Die haben sich dann festgekettet quasi, damit sie nicht durch die Gegend fliegen. Richtig heftig. Ich glaube, da geht ja echt der Arsch auf Grundeis. Das ist. Aber wie gesagt, der Ausblick von da oben, der muss so herrlich sein. Wenn du da die Luke oben aufmachst, guckst mal raus. Es muss einfach ein Traum sein. Kommt natürlich drauf an, wo du gerade bist. Von uns aus könntest du 100 pro ganz gut die Wasserkuppe sehen. Du könntest in die andere Richtung den großen Feldberg sehen, im Taunus. Du könntest die Frankfurter Skyline sehen, weil die kannst du schon sehen, wenn du den Berg quasi hochwanderst ein bisschen. Von uns aus kannst du ja hier stellenweise sowieso die Frankfurter Skyline wunderbar beobachten. Siehst du, richtig schön. Auch wenn es einige Kilometer weit weg ist. Ich glaube, von so einem Windrad aus, nochmal 200 Meter höher, da kannst du schon schöne Sachen sehen. Solche Solar-Dinger haben wir auch überall jetzt mittlerweile an der Autobahn rumstehen. Solarparks, nicht jetzt einfach mal. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass die diese Überwege für Tiere hier überall an der Autobahn haben. Ja, diese Brücken quasi, wo nur Gras drauf wächst, ein paar Bäume, wo die Tiere gefahrlos drüber können. Weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt. Ich kenne keine so eine Stelle. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mir mal denke, wenn man den Verkehrsfluss ein bisschen sicherer machen wollen würde, dann könnte man doch die Autobahn auch einzäunen und tut halt alle paar Meter, alle paar Kilometer so einen Überweg machen. Der muss ja nicht jetzt riesenbreit werden oder so, aber so, dass halt Tiere da drüber laufen könnten oder so in der Art. Nur mal als blöde Idee, dann wäre der Fahrzeugverkehr sicherer und man würde weniger Tiere umpusten auf der Autobahn. Boah, fast die Kontrolle über den Bus verloren. Wir waren ein bisschen schnell in der Kurve. Upsi. Aber ich sitze halt auch schon wieder stundenlang am Steuer. Da kann man schon mal kurz unaufmerksam werden. Deswegen sollte man auch immer in der Realität Pause machen. So, da vorne kommt wieder eine Kurve. Da mache ich mal jetzt ein bisschen gechillter. Macht doch keine Vollbremsung auf der Autobahn. Wir müssen hier auch abfahren, aber da gab es jetzt gerade keinen Grund, dass der da vorne mit der weißen Möhre da vorne, der weißen Karre, dass der da eine Vollbremsung macht auf der Autobahn. Oh, Detailreichtum. Gras auf der Autobahn. Abfahrt. Aber das sieht schon nice aus. Das gefällt mir hier gerade, mit den ganzen Schildern an der Leitplanke, schön grün im Hintergrund. Ich finde, man hat, kann es sein, dass man hier schönere Bäume hingesetzt hat, schöneres Gras, höheres Gras, bessere Vegetation. Das sieht schon stellenweise ein bisschen schicker aus. Irgendwie sehen die Schatten auch, oder beziehungsweise sind mehr Schatten dadurch auch auf der Straße.
habe ich das Gefühl. Naja, wir sind übrigens gleich am Ziel, also die Folge wird doch gar nicht so lange. Wir haben jetzt eine Stunde rum, noch 7 Kilometer, sind in der nächsten Stadt angekommen. Aber ey, der Busbahnhof in der letzten Stadt, Respekt. Wenn der wirklich in der Realität so eng ist und die genauso große Busse da haben wie wir hier, dann... Boah. Lässt er mich rausfahren? Ja, er muss. Der blinkt, also gehe ich mal davon aus, dass der rausfährt. War der nicht gerade ein Rasthof? Nö. Da war keiner. Pause machen wegen 3 Kilometer. Wir machen jetzt hier nochmal einen kleinen Break. Nein, Quatsch. 2 Kilometer sind es noch. Da vorne ist die Haltestelle. Mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Wie busfreundlich hier diese Haltestellen sind. Ah, das sieht doch nice aus. Da können wir einfach so reinfahren. Und vorne wieder raus, dann theoretisch. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, das Rausfahren. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Oh Gott, wir sind eine Stunde zu früh. Okay, das ist doch mal super. Ich finde das Geräusch, wenn man den Bus ausgeschaltet hat, realistisch. Brauche ja immer ein bisschen. Luft wird noch abgelassen und so weiter. Sehr, 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 sehr cool. Wir sind angekommen. Ich soll meinen Bus gerade wieder starten. Warum? Das Spiel nicht mit einverstanden, dass ich hier meine Fahrt vollendet habe. Ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Oh, hier will auch ein Auto vorbei. Schlecht. Kein Platz. Ja, gut. Dann auslocken. Beenden wir die Fahrt. Ich hoffe, dass euch diese erste Folge in Polen gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Gerne hier auch den Kanal abonnieren. Wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal sehr weiterhelfen, weil ich solche Sachen wie halt diese DLCs hier auch selber finanzieren muss. Und 30 Euro ist auch nicht gerade wenig Geld. Ja. Würde auf jeden Fall den Kanal sehr weiterhelfen und dir auch Vorteile verschaffen. Und genau, falls ihr auf der Suche seid nach dem Fernbus-Simulator oder nach anderen Spielen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ganz oben ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn ihr das über den Link erledigt, dann unterstützt ihr gleichzeitig den Kanal. Aber für euch kosten die Spiele nicht mehr. Vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.